Ey, yo, Nachti, was soll ich denn noch über dich sagen? Wir kennen uns ja noch aus früheren Jahren. Du warst der Typ, der mich ganz lieb gefragt hat und kurz danach mein Video auf seinem Kanal hat. So fängt er an, sich an anderen Rappern hochzuziehen. Und jetzt frag dich mal, wo wärst du ohne die? Lädst Videos von anderen auf deinem Kanal hoch, nutzt deren Namen und machst damit deinen Kanal groß. Egal ob BLB, JBB, wie auch immer. Er saugt sich Runde um Runde im Kinderzimmer, nimmt sich die Videos und macht ein paar Cuts. So sieht es aus, als hätte er echt Arbeit gehabt. Wieso denn die Infos von Rappern dazu packen? Die kennt doch eh jeder, brauchst doch nicht du machen. Nachher kriegen die durch dich noch mehr Klicks. Da hast du nichts von, da machst du nicht mit. Und dieser Nachti klaut anderen den Content, doch will jetzt rappen und andere fronten. In seinen Videos ist er nicht mal selber, doch das ist cool, sagen auch seine Eltern. Und dieser Nachti klaut anderen den Content, doch will jetzt rappen und andere fronten. Aber es gibt nur einen Abschied für dich, denn außer gut Nachti kriegst du von mir nichts. Und seine Abonnenten, die finden das nicht so geil, denn zwischen seinen Uploads ist jetzt immer Shit dabei. Er macht jetzt selbst Rap und nutzt seine Follower, indem er seine Videos mit auf seinem Konto hat. Nur leider sind die halt scheiße wack. Ich meine nicht mal lustig, nein, einfach schlecht. Doch sie landen in der Abo-Box, ein einfaches Spiel. Er macht die gleiche Scheiße wie Lion TV. Und dieser Nachti klaut anderen den Content, doch will jetzt rappen und andere fronten. In seinen Videos ist er nicht mal selber, doch das ist cool, sagen auch seine Eltern. Und dieser Nachti klaut anderen den Content, doch will jetzt rappen und andere fronten. Aber es gibt nur einen Abschied für dich, denn außer gut Nachti kriegst du von mir nichts.